Der direkte Vergleich ist vielleicht nicht unbedingt möglich, weil in großen Metropolen hat man auch ganz andere Menschen oder ganz buntere Menschen, und die man jetzt vielleicht hier vorfindet. Ganz viele verschiedene Kulturen, die aufeinandertreffen in einem ganz anderen, dichteren System. Und das Spannende ist, finde ich, also was ich so gelernt habe, ist, dass die Provinz, die ist irgendwie im Kopf. Es gibt provinzielle Menschen überall und es gibt offene Menschen überall. Und die können in New York sein, die können in Berlin sein, in Brasilien, die können, was ist sie, in Vorarlberg sein. Und deswegen, das Interessante an Vorarlberg ist ja wirklich, dass es so ein dichtes Programm gibt, dass es so ein Kulturprogramm gibt, das sich zeigen lassen kann, das eine Qualität hat, die man international im Vergleich standhält. Und wir haben natürlich vom Biss, aber das gibt es überall, oder? Aber Vorarlberg hat ein unglaubliches Programm, ein unglaubliches Angebot. Und das war auch ein Mitgrund, wieso oder nicht Rückzug, dieser Zurückkommen nach Vorarlberg auch Ja, extrem herzlich leicht willkommen. gefallen ist, weil es was gibt, oder? Oder wir müssen nur dann nach hinten schauen, was es alles gibt. Ja. Oder dann nach oben. Also, das ist ja das Schöne hier.